Hi, guten Abend und herzlich willkommen, liebe Feuerwerkfans. Heute lassen wir es zusammen mit euch endlich wieder richtig krachen. Ich bin Philipp Engelhardt und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid beim 31. Internationalen Feuerwerkswettbewerb in den Herrenhäusergärten. Und das Motto in diesem Jahr ist wirklich ganz kurz und knapp einfach nur Hello Europe. Das heißt, wir werden an 5 verschiedenen Abenden die besten Pyro-Teams aus Europa sehen. Und dass die es drauf haben, das hat man ja auch schon im letzten Jahr gesehen. Da sind nämlich 5 Teams aus 5 verschiedenen Kontinenten angetreten und gewonnen hat tatsächlich das Team Europa. Aber wir alle wissen natürlich auch, Europa ist riesig und vielfältig wie kaum ein anderer Kontinent. Und ein Sieg hier in Hannover, der ist viel wert, denn wer hier im Herzen Europas gewinnt, der bekommt garantiert eine Menge lukrative Aufträge für internationale Veranstaltungen. Die Teams in diesem Jahr sind Deutschland, Frankreich, Belgien und Österreich. Und heute Abend gibt sich dann noch das Team Schweiz die Ehre. Thank you.
hat sich zu viel. Losen wir Glocke, die Schöne, gründlich vom Haus aus ertöne. Höher glüht unsere when the light goes on.
adrenaline rush. Wrong. Would it take
stringimi forte a te e non lasciarmi mai. Io mi sto rinforzando perché bene tu mi fai. Ti voglio bene, ho bisogno di te, sì, ho la mania per te. Garanzie non te ne posso dare, che per sempre sia così. Amore per sempre, io auguro a te. Thank you.
Das war das Team Schweiz, Pyromantica Luzern. Und die haben ihr Feuerwerk ganz unter das Motto die Schweiz gestellt. Klar, unsere Nachbarn haben ja richtig was zu bieten, was Kunst, Kultur und Kulinarik angeht. Und das Ganze haben sie wirklich perfekt in eine Mischung aus Feuerwerk und Musik verpackt. Und das hat bestimmt gute Chancen, mit dem Sieg in diesem Jahr belohnt zu werden. Der 31. Feuerwerkswettbewerb in den Herrenhäuser Gärten, der erleuchtet dann übrigens auch schon am 2. September wieder ganz Hannover. Denn dann gibt sich das Team Belgien die Ehre. Bis dahin sage ich alles Gute und lasst es krachen. Ciao, euer Philipp Engelhardt.